WWE wurde nicht an die UFC verkauft. WWE wurde an Endeavor verkauft. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer ist Endeavor? Die Muttergesellschaft und darunter ist die UFC das Tochterunternehmen und davon haben sie die Mehrheitsanteile und kontrollieren die UFC. Endeavor kauft jetzt hier 51% der Anteile von WWE, 49% bleiben bei den derzeitigen WWE-Aktionären, kontrolliert somit beide Unternehmen. WWE und UFC, die auf einer Ebene nebeneinander sind, zwei eigenständige Unternehmen, werden ein Unternehmen fusionieren, ein Merger entsteht, so heißt das Ganze, falls es alles sehr viel BWL-Jargon ist. Was hat denn Wrestling mit BWL zu tun? Alles. Es sind halt Betriebswirtschaftsunternehmen. Also, WWE UFC aus zwei Unternehmen wird eines, wird auch oben drüber einen neuen Namen haben. Dieses neue Unternehmen muss ja einen eigenen Namen in ihrer Form haben. Jedoch, WWE wird weiterhin so bestehen, wie es ist, in der Form, dass Vince McMahon weiterhin Vorstandsvorsitzender ist. Präsident bleibt Nick Khan, beziehungsweise wird Nick Khan in dieser Position, hat nichts mit Tony Khan zu tun. Bei UFC, der bleibt auch weiterhin UFC-Präsident, gemeint ist Dana White. So, es bleibt trotzdem ein Dach, ein Unternehmen und das Interessante, in den nächsten 4 bis 6 Monaten wird dieses neue Unternehmen, WWE UFC, dann an der Börse, im Aktienhandel dann auch ebenfalls gelistet werden.